Welche Rechtsform ist die richtige? Die Antwort hängt von den Startbedingungen und individuellen Zielen ab. Zuerst einmal hat jede Rechtsform für den Unternehmer unterschiedliche Folgen. Durch die Wahl der Rechtsform wird entschieden, wer mit welchem Vermögen in welchem Umfang haftet, welche Steuern gezahlt werden und welche rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden müssen. Bei der Wahl der Rechtsform spielen folgende Kriterien eine Rolle: Anzahl der Gründer, nötiges Mindestkapital, Haftungsbeschränkungen auf das Gesellschaftsvermögen, Gründungsaufwand, Form der Buchführung sowie Steuerbelastung, Finanzierung und Beteiligungsmöglichkeit sowie Außenwirkung und Image. Viele Existenzgründer bevorzugen die Rechtsform Einzelunternehmen, da sie mit wenig Aufwand und geringen Kosten verbunden ist. Natürlich können hier auch Mitarbeiter angestellt werden. Der Name Einzelunternehmen bezieht sich nur auf den einzelnen Gründer. Der Nachteil bei dieser Rechtsform ist allerdings, dass der Einzelunternehmer auch mit seinem Privatvermögen haftet. Wer das nicht möchte, sollte sich deshalb für eine Gesellschaftsform entscheiden, die bei der Haftung auf das Geschäftsvermögen beschränkt ist. Bei einer Ein-Personen-GmbH sind allerdings die Gründungskosten und der laufende Aufwand für Buchhaltung und Bilanzierung höher. Außerdem beträgt das Mindestkapital bei der Gründung 25.000 Euro, wovon aber zuerst nur die Hälfte einbezahlt werden muss. Eine Variante mit weniger Mindestkapital ist die ebenfalls haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft. Hier liegt das GmbH-Gesetz zugrunde. Sie kann aber theoretisch schon mit 1 Euro Stammkapital gegründet werden. Sie wird deshalb oft auch als Mini-GmbH bezeichnet. Wer zusammen mit einem oder mehreren Partnern gründet, hat noch mehr Wahlmöglichkeiten bei der Rechtsform. Jede Rechtsform hat ihre Vor- und Nachteile, aber es gibt immer eine Lösung, die den Interessen und Zielen eines Unternehmens am besten entspricht. Deshalb sollte man sich von Experten beraten lassen. Und alles klar?